Ja, Leute, wird eh mit allen fertig. Und da ist meine Tierfigur. Die Form kommt mir bekannt vor. Ach, Kinder, wie das schneit, mein Gott. So, den Turm haben wir. Jagdgebiet. Boah, lass das bitte nicht wieder sowas Komplexes, Furchtbares sein. Da habe ich echt keinen Nerv drauf. Ist das auf eine Straße? Hier läuft nichts. Naja, das ist jetzt jedenfalls nicht unbedingt die Straße, ey Leute, aber okay. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. So, mal gucken, wo lang. Nee, falsch. Jetzt lang. Tor entdeckt. Kühnfeld, was für ein Tor. Oben ist irgendeiner mit einer Nebenquest oder ist das unser Jagdtrottel? Nee, das ist nicht. Machen wir es mal genau da weiter. Gehen in die Jagdprüfung. Kann ich einfach hier so einen Dachs jagen oder so? Das ist viel einfacher. Mit irgendwelchen bekloppten Maschinen abzugeben. Da kann nur was Krankes bei rumkommen. Hier so ein Versänger jagen oder hier so eine Frostbeule oder wie der heißt. Frostkralle. Frostknute. Wie heißt der denn? Ihr wisst schon. Alles gefriert. Der Boden. Die Luft. Und ich. Ey, Leute, du jammerst doch nicht schon wieder, oder? Hallo, guter Mann oder Frau, was ist denn da? Hüterin, Frau, okay, Entschuldigung. Hüterin, Uriah sagt, ich soll an den Prüfungen teilnehmen. Uriah, ja? Sie hat noch nie jemanden geschickt. Und welchen Grund hat dein Training? Das frage ich jeden Banuk, der zu den Prüfungen will. Ich fordere Aratak heraus, um Häuptling des Veraks zu werden. Ich bin kein Banuk. Dann mach dich besser bereit. So, dann lass mal sehen, was hat er denn da Schönes? Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als Erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch. Genau. Kann ja jeder sagen. Okay, was hast du für Wähle mich? Wähle eine aus und ich sage dir, was du tun musst. Kontrollprüfung? Klingt nicht schön. Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Es geht los, wenn du den Schnee am Fuß des Seils berührst. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Maschine mit der Sturmschleuder erlegen. Einen Moment, die muss ich noch auswählen. Okay. Klingt cool. Was läuft denn da so rum? Ja, natürlich auch ein Versänger, hab's schon gesehen. Plünderer, Wächter. Ja, der Versänger, der verdrückt. Ne, Verwüster ist. Ah, das geht ja sogar noch. Das könnte schlimmer sein. Hallo, sobald meine Füße den Schnee berühren, hat sie gesagt. Mein Gott, das ist ja... Damit zerstöre ich ein Borgschiff, Alter. Geil! Widerstand ist zwecklos, Freunde. Was willst du denn, du Lump?
Wenn ich natürlich nicht treffe, wird das. Ja, das wird eine ganz knappe Kiste, weil ich so schlecht ziele, aber nur. Ah, scheiße, knapp verpasst. Ich will es nochmal versuchen. Wie komme ich hier weg? Ein Verwüster und insgesamt 4 von 6 Maschinen. Ah, scheiße. Ich will es gleich nochmal probieren, meine Liebe. Ich zähle noch. Sehr gut. Die Kontrollpunkte, nur die Klippen. Ich zähle. Es dauert etwas. Okay. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Fair und ehrlich? Was ist das für eine lächerliche Einstellung, Aloy? Der ist ein bisschen aggro, der Dicke. Wie soll ich das denn in 55 Sekunden schaffen? Ist mir schon wieder nicht geglückt. Der hält ein bisschen viel aus, der Knilch. Diesmal habe ich verdammt gut gezielt. Komm hier raus. Boah, ist das ekelhaft. Gucken, was hat er noch für Aufgaben? Können wir mal die anderen reinziehen? Die Prüfung. Sehr gut. In der Ansturmprüfung stellen sich Jäger Ebbe und Flut des Kampfgeschehens. Mhm. Maschinen kommen in Wellen in die Arenen rein. Sei geschwind. Strategisch. Nur so kannst du sie alle besiegen, ohne überwältigt zu werden. Klingt fies. Rutsch am Seil in die Arena, dann fangen wir an. Es dauert etwas, die Maschine. Ja, ich weiß. Schalte Maschinenwellen aus. Das klingt ja super. Kann ja alles heißen. Gemein, wenn die dich Stunden Zeit lassen, bis die kommen. Achso, ich muss zum nächsten Bereich. Scheiße, hab ich aufgepasst. Ich dachte, die kommen alle hier so früh, die anmarschiert, wie jetzt wollte. Oh, ich bin gerade selber umgeholzt. Hey. Thank you.
Oh, ich kann fragen, wo soll er denn sein? Was lassen wir? Ja, Bursche? Spitzhund. Zweieinhalb auf einen Streich. Hey, 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 Bruder. Was soll das hier? Junge! Scheiße, das wird wieder nichts. Dass am Ende noch mal so ein Dicker hier kommen muss, ne? Aber ich war irgendwie klar. Und sie macht leider wieder ihren starken Angriff nicht. Ach, Aloy. Du machst es mir heute wieder nicht leicht. Scheiße, wieder nicht geschafft. Ach. Nur eine silberne, verdammte Hacke. Sechs Sekunden drüber. Sechs verkackte Sekunden. Ah, ich war nur so mäßig erfolgreich, gute Frau. Schon beim ersten Versuch holst du gleich den zweiten Platz. Das haben noch nicht viele geschafft. Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Nicht alle Häuptlinge bestehen, aber nur sie haben Zugang. Achso, dazu muss ich dann als Häuptling sein, offensichtlich. Darf ich noch einmal die probieren? Die Kontroll prüft nur die... Sie beginnt. Es dauert etwas. Ich habe einen Champion geschlagen. Das sollte sie zum Reden bringen. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Jetzt schon? Nix da. Fangen wir gerade an. Aber da weiß ich nicht, wie ich so schnell diesen Dicken loswerden soll mit der Waffe. Ne? Das ist mir. Hätte ich dir jetzt schon nerven? Ganz offensichtlich. Der falsche Aloy. Keine Ahnung, und das 55 Sekunden machen soll, selbst wenn ich nicht getroffen werde. Ich brauche schon 50 Sekunden für den. Ja, Zeit ist schon wieder oben. Komm, tut mir leid, ich lasse bleiben. Hab keinen Sinn hier mit euch. Ich hoffe, die eine. Okay, es reicht offensichtlich nicht. Mein Gott. Nerv hier mal einen anderen. Nicht mehr genug Maschinen, das habe ich bemerkt. Ja. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Nee, Freunde. Achso, nein, ich wollte mit der reden. Achso, das ist der Händler. Entschuldigung, ich rede, aber mit der falschen Person. Lerne aus Nied.
Ja, ich würde gern draus lernen, aber dann reicht's dem Training auch. Wenn ich nicht genug Schaden mache, bringt mir auch Lernen nichts, gute Frau. Jetzt habe ich so viel Munition auch verschwendet. Ich könnte Rohstoffe, ich könnte gar nicht mehr die Munition auffüllen. Dann muss ich irgendwie hoffen, dass das genügt. Offensichtlich gilt das schon. Ich könnte mich auch schon mit um die kümmern. Aber ich wollte ja den Schüssel hier noch einsammeln. Freunde. Banditenlager ist auch mal wieder was Lustiges. Kurz den Wegfinder und dann nach, gleich nach links. Ja, das sieht gut aus. Kann ich diese Main Quest mal irgendwie abwählen? Das nervt ein bisschen, das blöde Quest-Symbol. So. Hier geht's lang. Pigmente auf dem Weg oder erst ein Pigment auf dem Weg? Oh nö, die hatten wir ja länger nicht, ne? Noch richtig? Ja. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Geh mal lieber in Deckung, Aloy. Rechts oder links? Rechts. Und dann die nächste Abzweigung, aber wieder links. Okay. Was ist das denn für ein Weg hier? Über den Fluss? Über den Fluss? Ich habe das Gefühl, dass meine Augen zufrieren, wenn ich blinzle. Dann läuft irgendwas Dickes rum. Ich hab's schon gesehen. Ach, hier, Frostknolle wieder. Frostklaue, so heißt er. War ungünstig, ich bin hier auf Pigmentsuche. Das ist Moment. Das ist für Sekuli. Sehr schön. Karte. Einfach weiter, dann kommen wir automatisch zum Lager. Hm.
Doch, das war vorhin tatsächlich das Banditenlager, wo dieser Rauch aufstieg, wo das so weit weg war. Okay. Schon was entdecken. Da so zwei Spaßvögel. Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Da sitzen dann auch welche oben. Oh, das Banditenlager zieht sich ja ziemlich weit da hinten rein. Huch! Ist ja richtig was los. Alter, gibt's hier Freibier oder was ist hier los? Das reibt ein bisschen. Reibt ein bisschen, wenn du über die scannen kann. Was? Die können auch scannen? Oh, meine Locken wird ja nicht gescannt. Sollte ich auf ihn springen, aber... Warum bin ich nicht richtig versteckt? Ich bin doch im hohen Gras. Was ist das? Wenn die jetzt kommt, sehen die mich. Das lief ja mal noch sehr gut, warum auch immer. Möchte mich nicht beklagen. Es lief sehr gut. Ich riech sie noch immer. Wachsam bleiben. Da oben, ja. Bisschen aufpassen. Ah, wir gehen mit unserem Kumpel Neil jetzt hier mich durchschnetzeln. Lager aufwecken und alle in der Umgebung. Ja, dann sorgen wir lieber dafür, dass wir den nicht auslösen, oder?